Mein Name ist Sebastian Schürmann, ich bin 24 Jahre alt, arbeite zurzeit als Management-Trainee bei Asklepios hier in Hamburg. Das Coole an dem Trainee-Programm ist auf jeden Fall, dass man die Möglichkeit hat, in alle Bereiche reinzuschnuppern. Also wir können sowohl den pflegerischen Bereich kennenlernen, wir können aber auch das Controlling näher kennenlernen. Also wir haben die Möglichkeit, in verschiedenen Bereichen zu hospitieren. Und das Besondere ist auf jeden Fall, dass Asklepios ein Riesenkonzern ist, deutschlandweit vertreten. Und wenn man flexibel ist, kann man auch in andere Städte und andere Häuser kennenlernen. Um in einem Krankenhaus führen zu können, ist es auf jeden Fall wichtig, die einzelnen Menschen zu verstehen. Man hat in einem Krankenhaus unterschiedliche Arten von Menschen. Wir haben zum einen die Pflege, wir haben Ärzte, wir haben Leute in der Logistik. Und das sind alles sowas von unterschiedliche Typen. Also es ist echt manchmal anspruchsvoll, aber auch das macht das Ganze gerade interessant. Ja, das Leitbild von Asklepios besteht aus Innovation, medizinische Qualität und sozialer Verantwortung. Das Interessante dabei ist, dass es nicht ohne die jeweils anderen Faktoren geht. Also es entsteht ein Synergieeffekt und ich denke auch alle drei spielen eine extrem wichtige Rolle in der gesamten Struktur von Asklepios. Ja, das Spannende oder auch das Faszinierende an diesem Bereich in der Gesundheitswirtschaft ist halt, dass wir ständig wechselnde Rahmenbedingungen haben, sei es der Politik, sei es die Technologie, sei es die Seite vom Konzern. Also es gibt immer wieder unterschiedliche Strukturen. Ja, also zusammengefasst bedeutet das, dass das Krankenhaus gefühlt ein lebender Organismus ist und jeden Tag irgendwas Neues passiert. Und das finde ich super.